Meine Güte. Ah, oh, der ist weg. Okay, alles klar. Da sitzt keiner auf dem Schiff. Infos brauche ich gar nicht. Dann erzähle ich dir eine andere Geschichte. Also, wir sollen das Gebiet sichern. Das finde ich schon mal gut. Die berühmteste Straßenrennfahrerin zu werden. Doch ihr Vater wurde krank. Hinten müssen wir hin und ich markiere mal ein bisschen. Eines Tages kam eine zauberhafte Guerriera und erfüllte ihr diesen Traum, wofür sie sehr dankbar war. Ich will nur mein Happy End, Dani. Also, alles umkillen und dann den Jeep holen. Genau. Okay. Schade, dass die Leute im Jeep rumfahren, dann kann ich meinen Puma gar nicht draufsetzen. Okay. Einmal. Dann die da hinten. Na, geschafft. Der auf dem Geschütz ist weg. So gut. Den. Ey, bleib doch mal stehen. Meine Güte. Oh, der ist weg. Okay, alles klar. Da sitzt keiner auf dem Geschütz. Und du bist. Mhm. Alles klar. Ich hab die Leute nur vom Geschütz fallen sehen. Ich komm zu dir. Das ist gut. Aha, da fällt schon wieder einer aus dem Auto. Ja, die sind da nicht so sicher im Auto. Ich vermute, der steht in einer Garage. Halt die Augen offen. We keep an eye out, was immer das heißt. Es ist dunkel, oder? Ja, Zwischensequenz. Okay. Bitte was? Zwischensequenz. Ich hoffe. Ja, oh. Ich glaube, wir haben das Fahrzeug, das Gesuchte, gefunden. Ja. Willst du aufs Geschütz? Dann fahre ich. Ja. Als praktisch erwiesen. So, ich muss mal eben gucken, wo wir hin müssen. Dann, hä? 2 Meter erstmal rausfahren und dann kriegen wir bestimmt den nächsten Wegpunkt angezeigt. Ja, warte mal einen Moment. Ich habe den Wagen und bin unterwegs. Ich wusste, du schaffst es. Ich übernehme die Karte. Oh, du kannst ihn behalten. Wirklich? Aber du sagtest, er ist Familiengeschichte. So, Karte ist geladen. Ich will ihn sicher nicht zurück. Aber ich sehe noch keinen Zielpunkt. Wahrscheinlich muss man sie erst ausreden lassen. Na, wie habe ich das eingefädelt? Bleib mal stehen. Ich wollte schon mal rausfahren aus dem Gelände. Ach so, das könnte eine gute Idee sein. Wir haben den Jeep. Und Monedas! Hola. Hier. Ich weiß gar nicht wohin. Ich auch nicht. Raus! Am besten. Nö. Aus dem. Ich guck mal, ob es einen Wegpunkt. Nein, ich kann die Karte nicht aufrufen. Aha. Du machst eine Bunkerbesicherungstour? Okay. Wir sind in einem riesigen Sperrgebiet. Ja. Oh, guck mal. Und das war dein Hund? Ich wollte eigentlich den Typen erwischen. Wo ist denn hier der Ausgang? Was machst du? Ich suche den Ausgang! Ach so. Aber hier ist überall eine Mauer drumrum. Ja, und vielleicht einfach nicht. Oh, Backe. Ja, das hat doch gut funktioniert. Da wäre zum Beispiel eine Ausfahrt. Ja, nehmen wir den hier. Tschüss! Oh, wir brennen! Ja. Okay, nicht mehr. Doch, immer noch. Oh, verdammt. Ich versuche jetzt nochmal. Ich versuche nochmal die Karte aufzurufen. Ah, alles klar. Du erkundest neue Gebiete. Okay, machen wir das. Oh mein Gott, okay. Oh, Exit Vehicle. Ah, das Fahrzeug scheint beschädigt zu sein. Ich bin tot. Ich bin verbrannt. Oh, hilf mir! Schau, Blick.
Dankeschön. Sehr gerne. Okay, dann Auto und weg. Auto muss erstmal repariert werden. Okay. Ist repariert. Drin und weg. Warte, ich kletter hinten drauf. Ja, bin drauf. Und Moment, bevor wir jetzt hier ziellos durch die Gegend eiern. So, ich habe einen Zielpunkt gesetzt. Alles klar. So, da ist eine Schatzsuche. Cool. Ich stehe auf Schätze. Und auf dem Weg können wir vielleicht noch was kaputt machen. Das mag ich auch. Schätze und was kaputt machen. Hallo. Oh, lol. Das war anders als geplant. Das ist echt nicht einfach, während der Fahrt hier rumzuballern. Den Stützpunkt, den Dings hier schon. Die Straßensperre? Nee, nee, noch nicht. Dann lass uns die doch mal kurz nehmen. Okay. Kurz nehmen. Mhm. Hol sie dir! So, kann Uso gleich mal ein bisschen helfen. Genau. Schnapp ihn dir! Sehr schön. Da kommt ein, guck mal, Freunde für uns. Ja, Mitarbeiter. So, Headshot. Hey. Perfekt. Hallo, kommt mal raus. Ihr seid in Freiheit. Der Taxifahrer ist, ja. Ja, super. Das hat gut geklappt. Klar, wenn der Taxifahrer mich jetzt über den Haufen fährt während der Jubelszene, werde ich böse. Ich räche dich, Papa. Das ist lieb. Du könntest mich auch einfach wieder beleben. Ja, das eine machen, das andere nicht lassen. Ne? Genau. Ich glaube, hier kann einer von uns rein. So. Eine Kiste. Ich habe eine Pistole bekommen, eine Mark 4. Oh, das ist gut. Da müssen wir nachher mal gucken. Alles klar. Hast du gerade meine Katze überfahren? Macht er nie wieder. Ja. Katze, geht's dir gut? Oh, du so? Alles gut noch? Ja, doch. Okay. Was hast du denn Schönes auf dem Auto? Oh, das sieht nach Spritz aus. Als ich Gasoline für uns. Was hast du für mich? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich hab sie dir auf der Karte markiert. Danke. Hast du das auch richtig gehört? Eine Anti... Flugabwehranlage. Vorsicht, LKW könnte explodieren. Okay. Nein, tut er nicht. Okay. So, wo ist denn die Anti-Aircraft-Dingens? Ich guck mal auf die Karte. Ja, ist das markiert. Wäre dann ja das nächste lohnende Ziel. Ah, gesehen, gefunden. Markiert. So, der sprüht schon mal klarer an die Wand. Das finde ich auch gut. Ins Auto und dann los? Ja, klar. Ist das noch heile? Ich habe es, glaube ich... Ah, habe ich nicht. Okay. Vielleicht ist das zwischendurch auch noch mal kaputt gegangen. Von hinten kommt ein Arschpanzer. Ja, ich glaube, jetzt, ja, gleich. Ja, jetzt hast du es. Meinst du? Ja, doch. Der Fahrer ist auf jeden Fall raus. Ich wollte eigentlich eine Explosion. Guck mal, da kommt noch einer. Du meinst hier so? Ja, den da. Der mir jetzt unter dem linken Vorderreifen hängt.
Ah, nee, das klötert doch so. Nicht den. Oh. Ja, hab ich auch. Ah, gesehen. Hier, Mitarbeiter. Katze? Lita, por la segunda tanda. Und ab, Mädchen! Wo ist sie denn? Was macht die denn da hinten? Komm zurück! Hier ist noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Cool. Schießpulver. Und Supremo-Kleber. Ja, ja. Cool. Ach, und... So, Lusso im Griff? Ist am Boden die... Lass mich leben. Hast du uns gerade irgendwie ziemlich... Dort. Warte, ich guck mal, ob ich was für ihn tun kann. Sie. Ja, das Problem ist, sie greift die halt an, wenn sie auf sie schießen. Ja, ja. Also Ulusso ist keine Miezekatze, die man mitnimmt, wenn man unauffällig schleichen will. Nee, so, ich hab die mal zu mir beordert. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, über uns ist ein Flugzeug. Ja. Mhm. Nee, was war das? Ah, okay. Der LKW, wir müssen mal gerade... Die Katze brennt. Oh, Papa. Oh, wir sind super beliebt gerade, aber richtig. Ja, das liegt vielleicht daran, dass sie uns immer LKWs hier hinschicken. Vielleicht magst du einsteigen, damit wir zu der Flakstellung fahren können. Ja, der LKW hat gerade meinen Katz überfahren. Ich hab's gesehen. Ich komm nicht an sie ran. Warte. Da kommt ein Hubschrauber.